So Leute, es kann weitergehen mit Let's Play Omikron The Nomad Soul. Ich bin es Adam SimmerFX und wir befinden uns immer noch im lustigsten Rätsel aller Zeiten, wo wir seit drei Parts dranhängen, nämlich diese Tür zu öffnen. Wir wollen uns einen Basham herstellen und ich weiß nicht wie. Wir haben schon einige von diesen Buchstabenrätseln teilweise herausgefunden oder teilweise auch nicht. Ich denke, wir versuchen das jetzt einen ganz anderen Weg und kombinieren die einfach, wie sie eben bei der anderen Tür sind. Also, Leute, wir haben hier schon alles ausprobiert, aber jetzt tue ich sie einfach mal abtippen, so wie sie bei der anderen Tür waren. Wir haben ja immer diese zwei Ziffern und ich tue sie jetzt einfach mal hier mit meinem schlauen Zettel, den ich hier habe, die abschreiben. Wenn ich sie gerade richtig abschreibe hier hoffentlich. So. Was ist hier? Da muss dieses merkwürdige Pyramiden-Ding, das Ding da, da hat man es gerade, das hin und hier muss, also wie gesagt, ich teste jetzt alles in Möglichkeit durch und wenn das jetzt nicht, Sie entdeckten den Eingang zum Tempel von Zendar. Irgendwo hinter dieser Tür liegt das Grab des Meisters und sein mächtiges Basham. Mögen Sie es zurückbringen, auf dass seine Macht unserem Schicksal diene. Los! Möge Vajagrimukha ihre Schritte lenken. Hä? Mir ist gerade aufgefallen, ich habe ja die falschen Zahlen eingetippt. Ich habe das erste und das zweite habe ich verwechselt. Okay, Leute. Ich sag nichts. Ich habe das verstanden. Also, wer das von euch nicht verstanden hat, ist logisch. Ich habe das erste und das zweite habe ich verwechselt? Da habe ich hier die falschen Zahlen eingetippt. Scheiß auf den Zettel. Einfach random einklicken, das hätte man von Anfang an machen können. So, wo sind wir jetzt im Hovercraft-mäßigen Super-Tempel-Bumster-Bimster? Egal, Leute, wir sind hier drinnen. Ich will jetzt mein Basham haben. Das ist geschlossen. Was ist da geschlossen? Müssen wir jetzt schon wieder so ein Rätsel lösen? Das kannst du nicht sein. Nein, Leute. Wir lösen nie wieder Rätsel in diesem Spiel. Ich habe keinen Bock mehr auf Rätsel. Ich komme da mit meiner Logik an und dann einfach zufällig, weil ich mich echt verklicke, löse ich ein Rätsel. So, ich setze mal, wir müssen ins Zahnwasser. Oder? So. Okay. Und ich schwimme. Und ich schwimme. Egal, Leute, wir haben ein Rätsel gelöst. Komplett lösen, da bin ich schon stolz drauf, aber nicht mit Wissen, sondern mit Glück, Leute. Mit Glück, mit Verklicken. Was hat er gerade für eine merkwürdige Musik gemacht? Bitte kein Ballabschnitt. Speichern! Warum kann ich nicht speichern? So. Scheiße, habe ich gerade. Nein, ich glaube, ich habe gerade dreimal gespeichert ohne. Das ist es, weil das Spiel keine Ladezeiten hat. Das bin ich nicht gewöhnt. Oh, Leben verloren. Alter, du bist so ein Weichei. Aha. Okay. Verdünger, Juwel und Basham! Wir haben ein Basham und eine Mumie. Die Überreste des Zauberers Xen, das Friede seiner Seele. Der kann mich mal, der hätte nicht so krüppelige Rätsel machen sollen. Da ist noch was neben seinem Kopf. Okay, das habe ich noch gar nicht mitgenommen. Das nehmen wir jetzt auch noch mit. So. Take it. Warte, was steht da? Mein Framestar. Jetzt ist es weg. Warte, tut mir leid, Leute. Mein Framestar steht immer davon, das ist eher für mich zu lesen. Pulver aus einem Totenschädel. So, jetzt haben wir die Framestar woanders hingetan und jetzt kommen wir mal. So. Ich sehe schon, was wir machen müssen. Das sehe ich jetzt. Wir hatten ein Buch. Wenn ich es finde. Ja, hier. Da, wie wir überhaupt das Basham herstellen können. Hier brauchen wir diese Resonanzzeremonie. Okay, und also, erstmal suchen wir diesen lachenden Smiley wieder. Ach, okay. Da ist der lachende Smiley. So, was kommt auf den lachenden Smiley? So, also ich hoffe, wir haben alle Ressourcen dabei. Ansonsten können wir ja nochmal zurückschwimmen, oder? Ampertau, Kameriten der Kunst, wo war das jetzt hier? Das war schon, der Mensch wächst auf der Erde auf. Leute,
Das Problem ist gerade, ich weiß nicht, wo ich das hin soll. Das ist gerade das Problem. Weil wenn es mir hier sagt, ja, das ist in der Mitte und das ist da und da. Was kann man jetzt da tun? Weil wir haben jetzt gar keinen Hinweis, wo wir halt unsere Sachen hin tun sollen. Weil ich meine, der Mensch wächst auf der Erde auf. Erde würde ich jetzt einfach mal als Mitte bezeichnen. Das wäre jetzt mal meine Theorie. Aber sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Okay. Was können wir da jetzt machen? Ich weiß es leider echt nicht. Irgendwo müssen wir wahrscheinlich hier unsere ganzen Ressourcen hin tun. Aber ich kann das hier nicht aus dem Text rauslesen. Okay, was kann man machen? Mit Tropfen Schatten fallen aus dem Äther. Schatten, Licht. Kerze! Fällt mir gerade mal so ein. Kerze? Hey Leute, dieses Spiel fällt mir auf, ist so ein übelstes Trial-and-Error-Spiel. Es ist wirklich so. Leute, also dieses Schattenlicht hätte ich jetzt an Kerzen gedacht. Weil Kerzen braucht man auch immer für Rituale. Das wird ja auch irgendwie Sinn machen. So, nun stehen wir erstmal vor dem Problem, dass wir keine Kerzen haben. Das ist... warum? Du bist ja so ein Spackmann! Ich hasse die Steuerung von diesem Spiel. Ich hasse dieses Spiel, Leute. Bitte lass hier irgendwo eine Station sein, wo ich jetzt meine Sachen holen kann. Ich habe jetzt keinen Bock, hier den ganzen Weg nochmal zurückzuschwimmen. Es bleibt mir immer nichts anderes üben, Weg. So, wir können das ja nochmal zurückschwimmen. Also Kerzen müssen wir sicher holen, Leute. Das ist sicher. Also ich meine, das würde auch Sinn machen. Wir haben Kerzen einmal aus irgendeinem Tempel geholt. Ich habe die eigentlich nur zufällig mitgenommen, weil die da lagen und ich sie mitnehmen konnte. Ne? Das macht Sinn, Leute. Ey, manchmal überrascht mich mein eigener Verstand. Wir haben die Kerzen ja nicht aus irgendeinem, sondern genau aus diesem Tempel hier mitgenommen, als wir oben waren. So, wir holen also uns jetzt erstmal da die Kerzen. Und dann können wir nochmal neu überlegen. Wahrscheinlich fällt uns dann... dann gehen wir wieder zurück. Dann fällt uns auf, oh, uns fehlt noch eine Ressource. Und dann laufen wir nochmal den ganzen Weg zurück. So, also irgendwas mit Kerzen ist schon mal definitiv. So, also wenn ihr nicht... Also wir müssen ja diese Resonanzzeremonie machen, um da eben unser Bestand zu aktivieren. Ich glaube, das hat jeder von uns verstanden. Kerze, da sind die Kerzen. So, komm. Kerze. Erotisches Poster, ich glaube, das brauchen wir auch. Opfern wir ein bisschen Erotik. So. Soweit bin ich jetzt schon mal, dass ich weiß, dass ich für irgendwas Kerzen brauche. Irgendwas mit, also da stand irgendwas mit Schatten und Licht. Schatten und Licht. Und ich bin mir einfach mal kurz durchgegangen, was wir für Sachen so haben. Und da ist mir ehrlich gesagt nur die Kerze eingefallen. So, also irgendwas mit Erde haben wir und irgendwas mit Teufel. Das mit, nicht Teufel, mit Hölle. Oder Tod oder wie auch immer. Da ist ganz klar dieser Skelettschild, das ist klar. Das Problem ist, ich weiß nicht so ganz, wie ich das ausrichten soll. Also, wir wissen, dass das Zahlen sind, diese Zeichen. Das ist uns allen klar. Also, ich meine, die Zeichen, die hier auf den Dingern drauf sind. Das heißt, höchstwahrscheinlich müssen wir auf die Sachen, wo die drauf sind, wichtige Ressourcen drauf tun. In der Mitte sind 3 unbeschriftet. Die äußeren sind alle beschriftet. So, wenn wir uns jetzt hier wieder... Wo ist es? Buch des Beschems, magische Zeichen der Kunst. Hier. Also, wir haben in der Mitte 4 unbeschriftet und zwar oben. Der Mensch wächst auf der Erde auf. Das Beschem funkelt im Zenit. Das Beschem ist in der Mitte, das ist definitiv klar. Die Frage ist, was ist hier die Mitte? Wir haben 4 Zeichen, die mittig sein könnten. Bei Tropfen Schatten fallen aus dem Äther. Aus der Levante, ich kann es nicht lesen, kommt das Zeperblatt. Ampfertau kommt aus dem Sonnenuntergang. Unter den verrotteten Schädenpulver der Erde. Okay, 2 Kerzen erzürnen im Weg zwischen Mensch und Unendlichkeit. Ich schätze mal, die beiden Kerzen müssten außen hin. Also irgendwo müssen sie außen hin.
Ich würde jetzt mal sagen, die kommen jetzt hier links und rechts, weil da steht ja Kerzen in einem Weg zwischen Mensch und Unendlichkeit. So, also ich würde jetzt... Oh, das wäre praktisch, hätten wir irgendwie hier so eine Vogelperspektive, dass wir die auswählen könnten. Das wäre echt super. So, wartet mal kurz, ich muss mich richtig positionieren. Da... Ach Leute, wir haben hier nur, fällt mir gerade auf, 3 unbeschriftete. Das heißt, es ist ja theoretisch klar, dass wir das hier auf den gegenüberliegenden Sachen machen müssen. So, hier kommt Kerze Nummer 1 hin. Hier kommt Kerze Nummer 2 drin. Das ist klar. So, das glaube ich war das Leichteste. Im Zenit ist das Beschem. So, hier, wir können es auch mal untersuchen, die hässliche Schale. Also, soweit sind wir. Okay, ich denke, das ist klar. Das war jetzt nicht so schwer rauszufinden. Das Problem wird jetzt erstmal folgen. Denn jetzt kommen die Metaphern und der ganze Scheiß. Der Mensch wächst auf der Erde auf. Haben wir irgendeine Ressource vom Mensch? Mir wird jetzt nichts erstmal einfallen. So, das Beste ist im Zenit. Der Mensch wächst auf der Erde auf. 2, trotz einem Schatten aus dem Äther. Dieser Satz macht mich gerade wirre. Was soll der bedeuten, bitte? Irgendwas Merkwürdiges hat das sicher schon zu heißen, aber ich weiß nicht ehrlich gesagt was. Also, ich würde jetzt hier einfach mal tippen. Hier, warte, wo haben wir das? Unter dem verrotteten Schädelpulver. Das heißt, das Schädelpulver, was wir haben, muss unten sein. Da wir hier oben haben, zumindest laut der Skizze, ist dort unten. Das heißt, hier ist ganz unten bei dem E. Und das heißt, ich würde hier ehrlich gesagt das Schädelpulver hin tun. Was mich ein bisschen ärgert, Leute, das ist nicht einfach ein Rätsel mit den Zahlen. Das wäre viel schwerer. Ich meine, es ist schon schwer genug überhaupt zu erkennen, dass diese Zahlen irgendwie eine Bedeutung haben. Diese Zeichen. So, was haben wir noch für Ressourcen? Jetzt kommt... Also, das ging jetzt noch. Wir haben, ich glaube, noch 4 Steine offen oder 3. Ein Ampertau. Warte, hier stand doch was von Ampertau. Komm, langweil mich nicht. Ampertau. Aus der Levante kommt das Blatt. Ampertau kommt aus dem Sonnenuntergang. Sonnenuntergang ist irgendwo oben, aber nicht ganz oben, weil es eben links ist. Also es ist nicht oben, weil es ein Untergang ist. Und deshalb heißt, ich würde sagen, es ist links hier. Also ihr seht ja oben, haben wir ganz oben haben wir etwas. Und wir haben hier links daneben einen Stein. Das heißt, hier kommt das Ampertau hin. Ich hoffe, es ist einfach mal richtig. Wartet, kann ich die Sachen nicht mehr mitnehmen? Das wäre ein gutes Zeichen. Theoretisch könnte man es auch einfach Trial and Error hier machen. So, dann hier wieder das Buch auswählen, geheime Kurze. Das sollst du ja nicht gebrauchen. So, geheime Konzerriten. Aus der Levante. Das ist das Problem. Kommt das Zeperblatt unter dem Schädelpulver? 3 Tropfen Schatten fallen aus dem Äther. Okay, Leute, was hat das zu bedeuten? Ich weiß es leider echt nicht. Das sagt mir jetzt echt hier gar nichts einfach. Also wir haben die Kerzen. Haben wir noch irgendwas anderes? Wir haben dieses Juwel, haben wir gerade bekommen. Die Totenzunge. Die Totenzunge könnte natürlich auch für den Tod hier stehen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das jetzt erkennen sollte, ob wir fertig sind. Das ist auch ein Problem. So. Wir haben das Juwel und die Totenzunge. Ansonsten haben wir auch nicht mal mehr Ressourcen. Das ist ein Scheißrätsel, Leute. Das kotzt mich an. Das ist voll blöd. Wir haben echt gesagt nichts Sinnvolles. Ich weiß auch nicht, was wir mit dieser Totenzunge machen. Die hat irgendeine Bedeutung, sonst hätten wir sie nicht vorher gefunden. Müssen wir vielleicht irgendwas kombinieren oder so? Das ist auch möglich. Vielleicht habe ich auch was vergessen. Das kann natürlich auch sein.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nochmal kurz zurück, Leute, weil es fehlt doch irgendwas. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal zu unserem Inventar und schauen, ob da irgendwas ist, weil Leute, irgendwas fehlt. Irgendein Tauplatt, das fehlt uns. Da steht ja auch das Ritual mit diesem Blatt und mit dem Tau da. Ne, das Tau haben wir ja schon rein. Aber das ist Blatt und irgendwas anderes war das noch. Zumindestens und vielleicht? Wir haben uns in dem vorigen Raum auch nicht richtig umgeschaut. Es ist natürlich gut möglich, dass wir dort irgendetwas finden. Ich hoffe es einfach, Leute. Ich bin hier echt verzweifelt gerade. Warum kann das nicht so ein irgendwas Optionales sein, so ein krüppeliges Rätsel? Das, ey. So. Hier müsste theoretisch vielleicht noch was liegen. Hier haben wir uns gar nicht umgeschaut. Also zumindest richtig. Ich hoffe einfach, hier liegt irgendwas, ansonsten haben wir Pech gehabt, Leute. Hier ist ja eh verschlossen. Da geht's eh nicht weiter. Hier ist ein Baum. Ah! Da liegt ja was! Okay, das ist geil. Das ist geil. Okay, was liegt da? Ein Schattentropfen. Ah! Und, lass mich raten. Schon von Geschwindigkeit, what the hell? Achso, warte, wir haben hier noch eine andere Plattform. Da ist wahrscheinlich dann was drauf, oder? Bitte? Schade, ich dachte, wir hatten das jetzt. Uns fehlt noch irgendwas Blattartiges. Ja, ein Creeperblatt. Okay, damit... Wartet. Ich glaube, wir haben... Wartet. Ich schaue jetzt kurz nochmal das Buch. Tropfen der Schatten und das... Da war doch noch was, irgendwas anderes. Funkelbeschirm trotzen Schatten. Und das Zeta-Blatt. Leute, okay. Damit sollten wir jetzt alle Ressourcen haben. Stell dir mal vor, ey, ein Rätsel gelöst. Und das ohne random zuklicken einfach. Ja, Leute. Das wäre ja rekordverdächtig. Ich hoffe, mit diesem B-Schirm können wir dann endlich mal einen Sprung machen, dass wir jetzt nicht mehr 100 Jahre an so einem krüppeligen Rätsel hängen. 4 Parts, Leute. An einem hässlichen Rätsel. Ich frage mich, ob ich einfach dumm bin oder ob Leute da genauso Probleme haben. Ey. Das ist ja grausig. Also, jetzt ganz ehrlich, wärt ihr auf diesen ganzen Scheiß gekommen? Ich bin echt schon stolz, dass ich das hier irgendwie hinbekommen habe. Okay. Jetzt haben wir noch 2 Sachen, die wir jetzt verteilen müssen. Oder 3 Sachen? 3 Sachen. Keine Ahnung. Also, wir haben diesen tropfenden Stein da und das Zeta-Blatt. So, sagen wir unser geheime Riten an. Das Beschem inszeniert 3 Tropfen Schatten fallen aus dem Äther. Das Äther ist was Übernatürliches. Das Übernatürliche, Transzendente ist immer oben. Das heißt, hier kommt das hin. Und das heißt, wir haben nur noch eine Ressource. Oder nee, nicht hier. Und die sollte dahin kommen. Wenn das nicht stimmt, hänge ich mich auf. Das war's. Jetzt ist das Beschem auf meine Seele eingestimmt. Wenn ich jetzt 2 Ingredienten hinzufüge, kann ich meine eigenen Zauber wirken. Leute, ich war schon kurz davor wieder zu verzweifeln. Ich dachte mir schon, der Scheiß stimmt jetzt schon wieder nicht. Aber so wie es aussieht, haben wir es echt geschafft. Und haben unser eigenes Beschem. Wir sind so cool. Ja, du schaust voll merkwürdig, weil du schon uralt und tot bist. Leute, endlich, dieses Kack-Beschirm-Rätsel. Es ist eigentlich voll kurz gewesen, wenn man sich's mal überlegt. Ich meine, wir sind in die Bibliothek gegangen, haben 2 Sachen da repariert und was mitgenommen und ansonsten haben wir ja wirklich nichts gemacht. Also, die Türcode und Tester. Hätten wir wahrscheinlich in 5 Minuten lösen können. Ich habe zwar knapp eine Stunde gebraucht, aber immerhin haben wir es hinter uns. Ein unglaublich nerviges, schweres Rätsel. Ey, also, sonst waren halt die Rätsel, der Typ sagt, ich habe Bock auf erotische Poster. Ja, gib mir mal ein erotisches Poster. Und der jetzt hier ist schon eine Stufe höher. Aber Leute, oh, wir haben es geschafft. Ey, das müssen wir jetzt gleich hier
unserem Chef hier zeigen. Leider, aber bevor wir es machen, machen wir erstmal wieder einen kleinen Cut. Ich glaube, jetzt haben wir uns das echt verdient. Wir speichern. Speichern. Und machen jetzt einen kleinen Cut und sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Let's Play Omikron, Omizol, wie auch immer. Ciao.